Beide haben sich heute unglaublich viel vorgenommen. Es wurde viel über dieses Spiel diskutiert. Wir freuen uns. Wir sind natürlich live dabei. Das große Duell. Jetzt rollt gleich endlich der Ball. Dranbleiben. Hallo liebe Fußballfans zu Hause an den Geräten, ich begrüße Sie hier im Olympiastadion, dem Austragungsort dieser heutigen Partie. Rolf Fuß und Frank Buschmann begleiten sich am Mikrofon durch dieses Spiel. Und wir zeigen Ihnen jetzt eine Begegnung aus der zweiten Bundesliga. Und das ist so ein Spiel, das niemanden enttäuschen wird. Es verspricht viel. Und beide Teams haben sich eine Menge vorgenommen. Tja, Rolf, das ist interessant, die beiden im direkten Duell zu erleben. Das könnte ein Highlight werden. Die Flanke holt er sich. Hier ist die heutige Aufstellung von Hertha BSC. Wir sehen bei ihm heute ein 4-5-1, aber offensiv ausgerichtet. Und entsprechend stehen die Mittelfeldspieler vergleichsweise hoch, können so variabel attackieren. Also da ist es egal, dass da nominell nur eine Spitze dabei ist. Das war nicht gut vom Torwart. Muss Einwurf geben. Ballverlust. Clement. Geht da voll in diesen Zweikampf. Niederlechner. So fangen sie den Angriff früher ab. Sehr gut. Zum Gegner.
Nebenleute bieten sich da schön an. Vielleicht die Führung jetzt. Schön gehalten, aber Ball weiter im Spiel. Die erste Parade war gut, aber dann bekommen sie halt den Nachschuss und dann fällt das Tor. Da war die Abwehr ein bisschen unaufmerksam. Wiederholung zeigt uns zunächst die gute Parade, richtig gute Parade, aber der Ball kann nicht geklärt werden und das ist eben gefährlich. Nächste Chance, das ist dann abgebrüht und der Ball ist drin. So, da hätten wir also das 1:0. Mal sehen, wie es hier weitergeht. Guter Einsatz, Ball ist immer aus, es gibt Einwurf. Und jetzt haben sie den Ball. Weiter dieser Angriff, da bieten sich ihnen jetzt mehrere Optionen. Der Schuss jetzt. Ausgleich, drin ist der Ball. Da durften sie sich nicht allzu lange über die Führung freuen. Da ist nochmal die Wiederholung dieses Tores. Er setzt sich durch. Und dann kommt dieser unheimlich fuchtige, unheimlich stramme Schuss und drin ist er. Und damit alles auf Anfang. Es steht 1:1. Leistner. Sie können den Pass unterbinden. Der Angriff jetzt, das machen Sie gut. Aber und jetzt die Unterbrechung. Da liegt noch ein Spieler auf dem Boden, das könnte was Schlimmeres sein. Sehr guter Einsatz. Niederlechner. Im Moment stehen sie geballt hinten drin. Die Reingabe jetzt ins Zentrum. Weiter am Ball, Abwehr findet kein Mittel. Wird Abschluss geben jetzt. Schauen wir noch mal drauf. So ging das mit dem Ausgleich. Holt den Ball hier ganz stark. Guter Vorstoß dann jetzt. Abgefangen. Der Schiedsrichter pfeift ab und es geht in die Pause. Vor der Pause haben wir eine gute Leistung gesehen, oder Buschi? Na, er hat den Ausgleich gemacht, das dürfte Auftrieb geben. Den wird er auch brauchen, wenn er seine Mannschaft hier zum Sieg führen soll.
Und damit pfeift er die zweiten 45 Minuten an. Er wollte weiterlaufen lassen, entscheidet jetzt aber auf Freistoß. Freistoß kommt rein. Gute Aktion vom Torhüter. Pass kommt nicht an. Außen ist der Platz da für die Berliner. Tja, das war keine gute Flanke. Setzt gut den Körper ein. Philipp Clement. Den Ball holt er gut verteidigt. Entscheidet er auf Foul, es gibt Freistoß. Gute Aktion, Ball ist raus. Immer noch mit dem Ball. Das war eine richtig gute Möglichkeit, aber jetzt der Ballverlust. Das war nichts. Der Schuss geht deutlich drüber. Halbe Stunde noch, dann ist das Spiel vorbei. Schöne Parade. Das war wichtig. Philipp Clement. Guter Pass. So, der Ball ist erstmal weg. Sie holen sich den Ball und der Grund dafür ist natürlich dieses frühe Pressing. Der Ball weg. Könnte in Konter gehen. Ritter. Und er geht an ihm vorbei. Ich glaube fast, da war zu viel Power in diesem Schuss. Ball geht drüber und das wird ihn ärgern. Sie werden hier wechseln. Marco Richter. Sie haben den Ball und sie schauen immer wieder, wo sind die Nebenleute. Er kann erst mal klären. Den Zweikampf führt er sehr gut. Marco Richter. Jetzt gibt es den Freistoß. Spiel lebt zunächst weiter, aber jetzt noch abgeschlossen. Oh, grenzwertig. Aber die Karte bleibt in dieser Szene stecken. Es gibt einen Wechsel.
Fans jetzt noch nicht mehr. Clement. Da sind Mitspieler frei. Der Wille ist da, kurz vor Schluss drücken sie auf den Siegtreffer. Mit seinem Einsatz verhindert er, dass der Schuss aufs Tor geht. Vielleicht die Führung jetzt. Ja, ganz sicher. Ball ist aus. Bisher ist hier noch nichts entschieden. Also wenn sie das Ding am Ende nicht gewinnen, liegt es zumindest nicht an den Fans. Die geben alles und machen nochmal richtig tolle Stimmung. Der Blick zur Uhr, noch 7 Minuten. Klasse Balleroberung, das war natürlich ein toller Zweikampf. Was für ein Pfund, da ist der Treffer nochmal, hält einfach direkt drauf. Also ein harter Ball ist nicht zu halten. Ganz allein läuft er da am Ende aufs Tor zu. Kein Problem, das macht er ganz abgeklärt. Schlusspfiff, nun steht es fest, Sieger dieser Partie sind die Gastgeber. Es wird also dieser klare Ligasieg. Sie lassen gar keinen Zweifel aufkommen. Das war schon wirklich stark heute. Absolut überzeugend seine heutige Leistung. Ganz toll. Also überragend. Hat mich total überzeugt. Und das nicht nur wegen der beiden Treffer.